Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von One Random Pokémon Challenge in Platin. Mal so. Also, ja, der Baum wackelt und dann wollen wir uns da gleich mal schauen, was für ein Pokémon wir an den Auen von Flori bekommen. Und es ist ein Burmi. Okay. Es ist ein Level 10 Burmi. Schauen wir nochmal. Ja, ich glaube, wir sollten jetzt bei einem Volltreffer wird's in die Hose gehen, deswegen werfen wir einfach nochmal bei der Bälle. Würde ich sagen. Mal so. Und da wär's einfach mal gefangen. So, er scheint sich immer irgendwie an einen schüttelnden Umhang, ja, klar. Pokédex-Einträge. Warum lege ich die auf einmal vor? Keine Ahnung. Naja, gut, beim letzten Mal, nein. Beim letzten Mal sind wir hier gewesen, haben von den Galaktika-Rübe besiegt und den Schlüssel bekommen. Deswegen gehen wir jetzt mal schnell ins Pokémon-Center und, ja, frischen die AP auf. Und ich mache währenddessen für die Auen von Flori nochmal einen kleinen Strich. Dass ich aktuell immer noch weiß, wie viele Pokémon es im Endeffekt dann sind. So, Burmi ist Level 10, das heißt, wir können es auch wieder schön ins Team aufnehmen. Für Bidiza. So. Ey, mit Teleport von Abraham mit tatsächlich übrigens ein freies Fluchtseil, fällt mir gerade auf. Ob ich da wohl dran denke? Hoffentlich. Das wäre echt nützlich. Ich wollte noch AP auffüllen. Das ist auch echt nützlich. AP auffüllen. Ja, so, dann schauen wir mal, ob das Driftlon überhaupt erscheint, bevor man das Kraftwerk abgeschlossen hat. Und ob es freitags erscheint. Ich glaube, wir müssen erstmal das Kraftwerk abschließen, aber spätestens dann sollte dort ein Driftlon stehen. Ja, noch nicht. Ich bin mir gar nicht mal mehr so sicher, ob es freitags war, aber eigentlich war es das. So, Kraftwerk ist offen und wir können rein. Hallo? Was? Das kann gar nicht sein, du hast den Schlüssel? Aber dann habe ich die Tür ganz umsonst verschlossen. Jetzt stehe ich wie ein totaler Verlierer da. Aber keine Zeit für Selbstmitleid, ich muss dem Commander Bescheid geben. Ja, gib mal den Commander Bescheid. Krieg ich da Limonade? Nö. Schade. Hallo. Oh, du machst doch keinen Spaß. Das ist ja richtige Arbeit, sage ich dir. Hat so an sich. Zu Bad. Level 13. Aber es ist schneller, schön. Schön, schön, immer schön schneller sein. Ah ja, schön. Ach ja, der Commander. Ich mag Team Galactic sehr. Ich mag auch die Vorstände. Die sind nicht so. Ich weiß nicht. Ich mag die Vorstände von Team Galactic lieber als bei anderen. Bei anderen Gegnerteams. Wobei, ja, bei Team Skull ist es ein bisschen anders, aber die haben auch nur einen Vorstand und das ist Fran. Und, ja, wobei in Omega Ruin und Alpha Saphir haben die Vorstände natürlich deutlich ausgearbeiteter gewesen als noch in Rubin und Saphir. Also,
Wolfgang und... Wie heißt der Dicke? Weiß ich gerade nicht mehr. Aber ihr wisst, welche ich meine, ne? Und ja. Die beiden, die sind auch cool, aber ich mag die von Sinnoh sehr gerne. Vor allen Dingen Non-Remakes sind die schon cool gewesen. Wie werden die dann Remakes sein? Also ich freue mich sehr. Oh, zum Glück die Folge daneben. Also mit der Geschwindigkeit ist gerade echt noch ein Problem. Wenn wir schon Pokémon haben, besiegen, die schneller sind als wir, sollten vielleicht auch ein paar Init-EVs kriegen. So. Könnte ja sein. Meine Pokémon sind ganz aus der Puste. Die nehmen mir jetzt bestimmt meine Pokémon weg, weil ich das in Sand gesetzt habe. Na warte. Unser Commander zahlte das alles wieder zurück. Ja, hoffentlich nicht. So, das waren tatsächlich nur zwei Gegner. Wow. Naja, hallo Mars. Ich bin einer der drei Commander des Team Galactic. Moment, das stimmt gar nicht. Einer der vier Commander. Man nennt mich Mars. Vier Commander? Ach so, hier, wie heißt denn nochmal? Ja, er stellt sich bestimmt gleich vor. Der ist wahrscheinlich hier auch schon Commander. Aber drei Commander waren es halt noch in Diamant und Perl. Wir werden eine neue Welt schaffen. Eine Welt, die besser ist als diese. Aber niemand versteht unsere Pläne und findet sie gut. Du verstehst uns auch nicht, oder? Das macht mich traurig. Kämpfen wir, um zu sehen, welche Schritte wir als nächstes gehen werden. Wenn ich gewinne, verschwindest du hier. Gewinnst du, werden wir Team Galactic hier verschwinden. Sehr diplomatisch tatsächlich. Commander Mars. Commander, das klingt einfach so cool. Also im Vergleich zu Vorstand ist Commander echt cool. Okay, Flinkklaue. Ich hätte Sandsturm machen sollen. Ich bin zum Haus. Ja. Ich glaube, in diesem Kampf wird vielleicht ein Heilitem drauf gehen, je nachdem wie viel Schaden Schnurrgast machen wird. Auch Level 17. Oh. Oh, scheiße. Bitte tuet uns nicht trotzdem. Highlight Nummer 1 wurde benutzt. Okay, puh. Oh oh. Okay, puh. Gut. Hier wäre das nicht so schlimm. So, wir haben jetzt 2 Angriffe und 30 Schaden bekommen. Bei einem Volltreffer ist die Challenge vorbei. Und bei einem normalen Treffer werden wir Schnurrgast besiegen. Also gambeln wir tatsächlich, denn... Ja. Komm. Gut. Das war's. Schnurrgast besiegt. Perfekt. Mit einem Highlight-Item, weil ich Schnurrgast unterschätzt habe und ich Fail gespielt habe. Ich hätte bei Super Sandsturm machen müssen, dann wäre das wahrscheinlich leichter gewesen, aber passt. Unfassbar, ich habe verloren. Die dreiste Rottenrotznase. Ups, da habe ich aber ordentlich Mist gebaut. Aber es macht rein gar nichts. Ich habe den Kampf genossen. Schön, genau. Das ist aber schade. Gegen ein Kind zu verlieren ist bedauerlich. Nun, da kann man nichts machen. Wir haben genügend Energie zusammen. Mit der gewonnenen Elektrizität stehen uns nun Tür und Tor offen. Mir, Sharon, kommen da keine Zweifel. Immerhin, er kennt selbst der Boss, mein Genie, an. Mars, wir brechen auf. Du hast mir gar nichts zu sagen. Nur der Boss darf mir Vorschriften machen, sonst darf das keiner. Reiß dich in meiner Nähe gefällig zusammen. Du bist immerhin neu hier. Denk nur nicht, dass dich jemand ernst nimmt. Tja, höchste Zeit, dass wir uns verabschieden.
Team Galaktik. Sie haben gesagt, dass Sie unbedingt Energie und Pokémon sammeln müssen. Damit wollen Sie ein neues Universum aufbauen, haben Sie zumindest gesagt. Das ist alles überhaupt kein... Das hat alles überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber ich kann dir gar nicht genügend für meine Rettung danken. Endlich sehe ich meine kleine Tochter, meinen Sonnenschein wieder. Papa! Ih, Papa, du riechst! Papa, geh duschen! Oh, tut mir leid. Ich musste ohne Unterbrechung für sie arbeiten. Danke, Trainer. Du hast die ganzen bösen Leute weggejagt. Nun kann das Ballon-Pokémon bestimmt, kommt bestimmt wieder. Genau. So. Damit wir keine bösen Überraschungen gegen Triflon haben werden. Ah, Mist. Habe ich mal wieder unterschätzt, aber passt. Ich will Driftlon jetzt nicht unterschätzen, aber wenn wir da keine böse Überraschung kriegen, werden wir uns vorher nochmal eben heilen. Ach, jetzt kommt noch Lebel. Ah ja, du bist es. Ja, richtig, du bist es. Ich habe gehört, Team Galaktik sei in diesem Kraftwerk aufgetaucht. Team Galaktik, hast du von ihnen schon gehört? Aber natürlich, wir kennen uns ja. Also, wo ist es, dieses Team? Wie bitte, du hast es vertrieben? Du bist zwar ein Trainer, aber... Na gut, dann setze ich meine Untersuchung im Gebäude fort. Okay. Kann mich noch nicht bewegen. Achso. Erstaunlich, ich habe das gesamte Gebäude durchsucht. Auch im Gebäude befindet sich dieses ominöse Team Galaktik nicht. Du hast sie also nicht aus Versehen übersehen und oder irgendein anderes Team verjagt. So etwas schafft nur ein wahrer Trainer. Etwas jung zwar, aber durchaus als Trainer zu erkennen. Ich werde nun meine Aufgabe als Elite der internationalen Polizei nachkommen und die Schuldigen verfolgen. Laut geheimen Quellen führt ihre Spur nach Evigno. Ich verschwinde nun und empfehle mich. Okay. Tschüss. So. Kein Driftlon. Schade. Müssen wir nochmal wiederkommen, sobald wir Fliegen haben. Aber okay. Gehen wir unser Pokémon heilen und gehen dann mal die Route weiter. Route 205, können wir noch einen neuen Encounter fangen. Und mal schauen. Ja, die Heilung gegen Marseille. Hätte nicht nötig sein müssen, hätte ich das Zuwand nicht einfach weggeklatscht. Hätte nicht nötig sein müssen. Doof. Echt doof. Ja. Aber passiert. Gut, geben wir nochmal wieder ein bisschen Geld aus. Wir haben mehr Tränke auch verschwendet, nicht verschwendet, sondern benutzt. Schutz werden wir noch genug haben. Pokebälle aber fehlen uns wieder 5 neue. Und ja, den Rest geben wir mal für Supertränke aus. Und einen Schutz. Okay. Geld ist wieder weg. Und wir können uns aufmachen auf Route 205. So, bist du ein Trainer? Hey. Er sagt uns das mit dem Honig nur nochmal. Du bist ein Trainer. Wow, dreh dich halt um. Ich weiß, beim Rennen drehen die sich automatisch um. Aber dass der sich schon dort umdreht, ist... Ja. Gemein, Nick. Level 14. So langsam geht's los. So langsam geht's los. Aber passt noch. Ja, und wir schon 50 KP haben, haben die Level 14 noch keine 40. Immer noch nur einen in it. Doof. Ich glaube aber, der Kraftschub zu Knaxel wird da nicht krass. So, 205 Routen-Encounter ist... Mantyrps. Noch ein Surfer-Pokémon. Das auf der speziellen Defensive was aushält. Ja, das haben wir tatsächlich eine spezielle Wall und eine physische. Also keine Wall, aber auf jeden Fall welche, die was aushalten.
Guck mal, was Tackle macht. Ja, ordentlich. Ordentlich. Aber ich will meinen Tackle mit einem Volltreffer das den Counter immer noch nicht versauen. Deswegen mal schauen, ob es geht. Falls mein Tipps dann doch eher hartnäckig ist, dann werde ich das Risiko eingehen, aber es scheint gut zu laufen. Perfekt. Und der nächste Encounter wäre da. Schön, ein Flugroch. Entwickelt sich nur mit Remoraid im Team. Auch eine interessante Levelentwicklung. Also nicht Levelentwicklung, sondern Entwicklungsmethode, so rum. Ich glaube, in diesem Spiel konnte man seinen Beutel nicht sortieren. Nope. Auch doof eigentlich. Aber gut. Dann mache ich das halt so. Die interessanten Sachen. Die kommen mal hoch. Ah, guck mal, Sternstaub, die können wir verkaufen. Okay. So, Herr Wanderer, was haben Sie denn für eine Attacke? Für ein Pokémon. Die Attacken sind wahrscheinlich eher irrelevant, da wir sowieso schneller sein werden. Ja, und Kleinsteins, die sind flott weg. Schön. Tschüss. Next. Ah, der ist Steinsammler quasi. Ja, ja. Wann kriegt man nochmal Surfer? Nach Weideburg, glaube ich. Damit man nach, damit man nach Fleetburg kommen kann. Ja. Das heißt, erst nach dem fünften Arena. Ist ja meist so. Ja gut, müssen wir uns da noch begnügen. Und, ja, weil hier gibt es einen Surferpfad, in dem man noch woanders hin kann. Müssen wir uns dann noch abwarten und schauen, was dann passiert. Okay. Ja. Und Topidex hier. Hm, können wir später für Feuersturm benutzen. Okay. Ja, ansonsten, was sind denn unsere nächsten Pläne? Ewigenauwald, jetzt der Ewigwald. Shit, da gibt's dann noch die kleine Quest mit Reißer. Und ja, haben noch die alte Villa. Das wird cool. Das wird cool. Mal sehen. Sobald wir unsere erste Yonago-Beere haben, werde ich übrigens Yonago-Beeren pflanzen. Dann haben wir auch unsere AP Recovery, die man ja nie kaufen kann. Man kann sich ja nie AP-Items kaufen. Bis heute nicht. Das ist so dämlich eigentlich. Aber naja. So ist man halt aufs Pokémon Center angewiesen. Moment. Ist hier was versteckt? Also wäre hier was versteckt? Ja, ein Elixier. Schön. Moment, Quatsch, das war ein Top-Elixier und kein AP-Topic-Horst. Hab gerade noch geredet, können wir bei Dingens verwenden, aber. Ja. Und mit einem Elixier, das können wir dann gleich benutzen. Tatsächlich. So, ich habe mich übrigens auch vertan, denn unten lang geht's ja in die Sackgasse und oben lang geht's weiter. Also hätte ich unten lang weitergehen können. Hallo Griffel. Ach. Geh nicht daneben, bitte. Dankeschön. Ach, Genauigkeit. Naja. Gott, ich muss mir das angewöhnen, so Sandsturm auf, direkt bei einem größeren Fight Sandsturm aufzusetzen. Sandgrab. Mit Damage over Time. 35 ohne. Die Sache ist, ich kann damit keine Flug-Pokémon schwächen mit Sandgrab. Aber ich kann dadurch besser schwächen als mit Tackle. Ja, egal.
Wenn ich schwäche, dann kann ich auch Tackle nehmen. Da, 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 da. Passt. Passt, ist okay. So, wollen wir das Risiko eingehen? Die drei Haufen da. Ja. Okay. Hallo. Okay, nächster. Ja. Ich wollte eigentlich drum rumlaufen, das Item holen und dann fighten, aber... Ungeduld, dann rennt man und dann trifft man halt doch auf Dingens. Ja. Gab's vom ewig weit ein Pokémon Center? Glaub nicht. Ja. Top-Elixier erstmal nur ein Elixier benutzen und dann wird er passen. Denke ich. Pachirisu. Dann. Ah. Prio. Da kann selbst ein Flinkler auch nichts gegen tun. Leider, leider. Aber es sollte schadenstechnisch noch passen. Gibt ordentlich Erfahrungspunkte, ist mir gerade aufgefallen. Wie schockierend. Ah, sie hat ein Elektro-Pokémon und benutzt Elektrowitze. So eine Sinebeere. Die meisten, die meisten Beeren, die haben ja ihren Namen, beziehungsweise ihr Aussehen in einer Abwandlung von Vitan-Sonderbonbon. Wow. Die haben ja ihre Namen in Abwandlung von dem, was sie eigentlich sind. Also, die Pirsifbeere kommt vom Pfirsich. Die Amarena-Beere kommt von der Amarena-Kirsche. Von der Amarena-Kirsche. Nee, ich glaube, die Amarena-Kirsche. Die Amarena-Beere kommt von der Amarena. Quatsch, andersrum, ne? Also die Amarena-Beere und kommt von der Amarena-Kirsche. Genau. Maron jetzt nicht so. Aber. Ja. Würde mich interessieren, was die Ionago-Beere. Das ist ja eigentlich eher so eine kleine Beere, wie so eine Kirsche. Auch wieder so eine Kirsche, eher so oder eine Preiselbeere. Was die da für einen Effekt hat. Wow, vielen Dank. Okay, nächster Trainer. Hallo. Setz dich für das kleine Gebüsch Schutz ein. Ja, komm. Nathan. Mit Onix. Moment, dann haben wir ja gleich wieder Doppelkämpfe mit Reister zusammen. Sprich, wir können ordentlich viel XP farmen. Das ist schön. Also nicht gleich, nächste Folge. Ich Horst voll überzogen, weil ich nicht auf die Zeit geachtet habe. Mist. Passiert mir nicht so oft. Eigentlich. Okay, schmeißen wir noch mal den Schutz an. Schauen mal, dass wir dem letzten Gegner dann noch mal eben ausweichen. Dann können wir vom Ewigwald die Folge beenden. Das ist eine Kämpferin. So, sind wir noch Eisheiler, wow. So. Dreht die sich doch um. Ich habe auch echt kein Glück dabei. Naja, ich bin ja sowieso der Herr der Überlängen, von daher. Okay, es wird mal ein Pokémon. Dum, 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 dum. Oh, können wir im Haus da vielleicht schlafen? Und uns dadurch die Pokémon heilen? Also. Kommt es nicht, ich meine, das Haus wird ja gleich kommen. Ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, hä, was ist jetzt denn los? Was labert der von Haus? Ich sehe doch gerade einen Pokémon-Kampf. Nee, ich habe das schon vorweggenommen. Könnte gut sein. Gut, dann würde ich sagen, was mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal werden wir noch die eine Kämpferin klatschen und dann in den Ewigwald finally gehen. Also, bis zur nächsten Folge. Euer Belgium. Bis dann.